Servus und grüß Gott zurück zu Gold Rush the Game. Ich hab ein bisschen weiter geschaufelt. Und wir müssen, glaub ich, jetzt in die Stadt und erstmal den Typi bezahlen. Das ist jetzt das, was ich diese Folge mal so mitunter rausfinden will. Außerdem ist jetzt 55 Unzer habe ich schon. Ich möchte ja hier jetzt auf Tier 3 mich vorbereiten. Und da brauche ich ordentlich Asche. Ich hab hier das ganze Zeug. Habe ich mir mit diesem Dollar-Ding, also man kann ja, zeig's euch kurz, hier bei Einstellungen, Spiel, kann man ja Everything costs $1, das kann man ja aktivieren. Halt, da muss ich rein. Und dann habe ich mir mal so ein bisschen das Zeug gekauft, zum Ausprobieren, wie das denn alles funktioniert. Und dass ich auch nichts vergesse. Ich meine, hier ist zwar alles aufgeführt, aber mir hat halt brennend interessiert, ob ich das Ding hier, das große Teil, auch mit einem kleinen Generator zum Laufen kriegt. Tatsächlich funktioniert's, weil das hier, der große Generator, der kostet schon, allein nur der kostet 100.000. Schon fast die ganze Ausrüstung kostet so viel oder ein bisschen weiter. Aber der blöde Generator daher, der kostet nochmal 100.000 und das ist halt echt heftig. Deswegen, und ich brauche halt auch nochmal ein bisschen noch Strom, ich brauche noch Kabel und alles, weil ich will ja noch mehr Mitarbeiter einstellen. Zum Beispiel für den Hogpender, Hanna. Der muss aber, soweit ich weiß, zu 100% muss der ausgestattet sein, damit er aber dran schaffen kann. Wenn ich das richtig verstanden habe. Ich habe jetzt hier auch momentan niemand, der wartend ist. Das liegt vermutlich daran, weil ich, ich kenne den auch nur im großen Bagger. Gut, ich kenne hier Hogpen, Schüttkasten mit Anschluss für Wasserpumpe. Ich weiß aber nicht, ob der mir dann da was bringt. Also, ja, schwer zu sagen. Ich verstand das hier noch nicht so ganz. Das will ich jetzt mal nicht freischalten. Ich glaube, da kann ich von Parzelle zu Parzelle dann Maschine bewegen. Oder auch direkt da wieder herkommen lassen. Für wenig Geld. Lass das mal ganz schön. F5 für Autosaving. Dann wollen wir das bestätigen. Ah, jetzt kann ich es von hier... Genau, da kann ich sie dann verschieben. Ah, jetzt könnte ich... Und genau, ich muss das hier upgraden. Und das kostet 2000. Das muss ich auch noch ein paar Mal upgraden. Ich meine, das mache ich jetzt einfach mal. Weil der nächste Upgrade kostet schon 3000. Und ich brauche, glaube ich, für das ganze Zeug mindestens 11. Das heißt, jetzt haben wir mal 3. Dann sind wir bei... Dann kommen nochmal 4 dazu. Dann sind wir schon bei 7. Dann haben wir 4. Dann sind wir bei 11. Dann kommt 5000. Dann sind wir schon bei 16.000. Und so weiter und so fort. Bla, bla, bla. Ich mache jetzt hier keine Rechen. Ihr wisst, was ich meine. Und deswegen, jetzt gucken wir mal. Genau, ja, der Typ ist noch da. Das ist jetzt auch etwas, was ich rausfinden will. Gespeichert ist. Ich schlafe jetzt einfach mal eine Stunde. So. Jetzt ist 0 Uhr. Hier, jetzt habe ich die Gold Gathering by Workers. Der hat mir jetzt einen 1,036 Unzen beschert, der Typ. Da muss ich gucken. Ob das... Gut, ich habe mich ja nicht einen kompletten Tag jetzt beschäftigt, aber vermutlich ist es sogar sein Geldwerk. Worker Salary 456. Guck, das ist ja nicht mein ganzer Tag jetzt. Processed Soil 205. Was ist eigentlich Processed Soil? Das muss ich mal googlen. Earned Gold 73,760 Unzen. Und Provision of Rent in Gold 22 Unzen. Das ist, weil ich das Ding auch gemietet habe. Jetzt muss ich da 22 Unzen... Gold hergeben. Das ist echt assi. Aber der Typ musst du da sein, oder? Ja, der ist nur da, siehst du? Also von dem her. Gut. Ich lade das Ganze. Nein, ich lade das jetzt. Oder laden? Ne, kommt die legendäre Stunde. Scheiß jetzt mal drauf. Das heißt, ich muss einfach nur gucken, dass ich nur deutlich mehr Bagger, mehr Schaufel. Heute an... Oh, wir haben ja schon Tag 4. Mal gucken, wie weit die kommen. Ich will auch jetzt... Ich fahre jetzt einfach mal kurz in die Stadt. Ich muss mir jetzt ein bisschen gucken, was ich da so zusammen... was ich mir zusammen rechnen muss. An Geld, was ich brauche. Damit ich weiß, wie lange ich backen muss. Vor allem will ich ein bisschen diesmal auch wirtschaftlicher sein. Und gucke, dass ich mein Gold, meine momentan jetzt 33 Unzen, mit einem etwas höheren Goldpreis verkaufe. Also ich hoffe, dass der vielleicht jetzt bei Tag 4 mal ein bisschen wieder nuffgott. Weil der ist ja gerade im Keller im Vergleich zu vorher. Und da kriege ich halt auch für meine Unzen deutlich mehr Asche.
Und wir wollen ja auch noch einen Ausflugtag machen und hier so ein bisschen rumlaufen. Vielleicht mache ich das auch zuerst mal also ohne Aufnahme, um zu gucken, ob es hier überhaupt was Sehenswertes gibt. Und dann kann ja ich doch sozusagen mit dazu einladen und wir können gemeinsam diese Welt erforschen. Willst allgemein mal geschwind zur Bank? Beziehungsweise, jetzt kommt mir, wir gucken jetzt ganz kurz hier vorbei. Ich stelle das Auto hier so ein bisschen draußen, ne? Dass sie ein bisschen Licht haben. So. Genau. Also, wir müssen nämlich kaufen. Soweit ich weiß, das ganze Großzeug da, ne? Das muss ich mir nochmal genauer angucken, was ich da jetzt alles brauche. Das machen wir mal ganz kurz im Notizbuch. Schade, dass es jetzt hier nicht dran steht. Das ist, was das jetzt ist. Das ist ein bisschen ärgerlich. Ich brauche einen Shaker. Ich brauche die Trommel. Ein Duplex-Chick. Die Sluice-Boxes. Aber so wie es aussieht, brauche ich alle. Das sind 1, 2, 3, 4, 5 Teile. Das da ist eine, 2, 3, 4. Und da ist der fünfte Teil. Weil das ist ja Waschrinne ST für den Rütteltisch. Genau. Also das sind die 5 Parts schon mal. Jetzt hole ich mir mal ganz geschwind. Ich kann mir das jetzt nicht alles merken, deswegen hole ich mir einen Taschenrechner zu. Der Hand, wo ist er denn? Blitzhandy. Da. Also, da haben wir schon mal die Waschrinne T-DJ. Das sind 300. Da haben wir noch eine Waschrinne T-Rox, nochmal 300. Und dann haben wir hier noch mit 600. Und nochmal mit 600. Brauche ich das überhaupt? Die kleinen Steine vom Rütteltisch holt. Ja, anscheinend brauche ich das. Die größten Brocken vom Rütteltisch holt. Okay, gut. Also brauchen wir auf jeden Fall. Dann haben wir noch das hier, die Waschrinne ST. Das sind plus 400. So, was brauchen wir dann noch? Wir brauchen die Trommel. Duplex-Chick, Trommel und die Sluice-Boxes, das sind ja die hier. Den da gibt's nicht, das ist available in DLC. Der da müsste es sein. Ja, das ist die Trommel. Und die kostet halt mal geschwind 37.100. Oh, hoppla, nicht Komma. 100, jawohl. So. Da sieht man jetzt doch ganz gut den Unterschied zwischen groß und kleiner Bagger. Also, ist schon ein ordentliches Gerät. Der kommt einem, wenn man so den Nebelstadt gehalt, so arg viel größer vor, aber wie man es in der Relation sieht. So, das da brauchen wir nicht, das da brauchen wir nicht. Das da ist der Generator. Genau, guck mal, 124.000, nur der blöde Generator. Was ist das da? Das ist der Glacier Creek, das ist auch available in DLC. Das ist der Rütteltisch, den brauchen wir auch. Plus 22.600. Und das ist der D-Rocker. Den brauchen wir mal noch nicht, den lassen wir mal noch weg. Das ist zwar auch für irgendwas gedacht, aber das will ich erst später rausfinden. Ich mache das ganz hier simpel nach Tier. Und da ist der D-Rocker einfach noch nicht dabei. Und das ist ein bisschen schade, dass das dann noch nicht. Das sind neue Gegenstände jetzt, auch mit dem Drill. Ist hier noch gar nicht hinzugefügt. Ultra blöd und schade. Naja. Hey, was machst du? Also gut, da gehen wir wieder hierher. Genau, wir brauchen dann noch das da, ne? Duplex-Chick. Und das Ding kostet 34.600. Jawohl. Und ich glaube, das war's jetzt. Das ist nämlich das Förderband. Das ist dann der nächste Schritt. Das ist witzigerweise hier auch noch nicht drin. Klar, es ist hier im Dicktube drin, aber ich finde es schade, dass es hier nicht drin ist. Da ist es ein bisschen schöner dargestellt, da habe ich alles auf einen Blick, da muss ich mir nicht jedes Mal das Video angucken hier. Wo, und das Video kann ich noch einmal Vorspule oder sowas. Maschinen, nee, hier Goldschürfen, große Waschanlage, Kauf und Transport, Aufbau, anschließend Befüllung. Matten brauche ich dann auch nochmal ein paar. Miners, Grills, Forgotten. Das sieht man so ein bisschen, wie es nachher aussehen soll. Don't forget to attach Miners... Grill. Okay, der schmeißt die da so weg.
Das gucke ich mir später an. Dann weiß ich, was ich zu tun habe. Dann muss ich langweilig euch jetzt damit mit diesem Video. Video im Video. Okay, jetzt sind wir bei 96.500. Und wie gesagt, dann bräuchte ich theoretisch das große Ding da noch. Aber mit 96.000 sind wir ja mal schon gar nicht so schlecht dabei. Das könnte ganz gut funktionieren. Nichtsdestotrotz. Wie viel haben wir denn da jetzt? Das sind. Ich brauche kurz. Also, es sind. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das sind 8 Teile. Wenn ich das richtig sehe. 8 Teile. Und dann habe ich noch meinen Bagger. Das heißt, ich brauche 9 Plätze. Das heißt, jetzt machen wir mal, dann muss ich hier nochmal, die 2000 habe ich schon gemacht, plus die 3000. Oh, halt, jetzt habe ich minus, habe ich 300 gemacht, plus 3000. Ja, das nächste. Oh, das kostet nämlich noch mehr, guck, siehst du, plus 4500. Plus 6750. Ich habe nicht genug Bares. Ich muss wissen, wie viel. Ich bin schon bei 110.000. Ich sage, fahren wir ganz kurz mal zur. Lass uns die 33. Ich muss es echt ganz. Ich will es ganz genau wissen. Und ich brauche auch noch Kette. Also gut, da rechne ich einfach dann mal mit. Was kostet die? Kostet, glaube ich, $15. Also an denen wird es nachher nicht hängen. Ich meine, ich gehe sowieso ein bisschen über dem, was ich brauche. Weil eventuell muss ich auch noch zwischendurch mal tanken. Zum Beispiel meinen Bagger oder so. Oder das Ding wieder befüllen. So, das wollen wir alles einschmelzen. Gold einschmelzen. Dann haben wir da einen wunderschönen Barren. Den ich eigentlich auch in die Landschaft schmeißen geht. Das ist so geil. Kannst du ja trotzdem dann verkaufen. So. Denn als gutes Unternehmer guckt man nach der Ausgabe. Das heißt, wir planen jetzt, was wir in Zukunft verkaufen. Wir gucken, was wir in Zukunft alles an Geld aufbringen müssen. Ich glaube, ich brauche die 150.000, schätze ich jetzt einfach mal spontan, um das alles zu bewerkstelligen. Das heißt, ich werde nochmal ein bisschen baggern. So gute Stunde, schätze ich, muss ich Realzeit dafür investieren. Die habe ich jetzt schon hinzugefügt, oder? Die 6, ja. So, da ist der nächste. Plus 10.125. Jawohl, jetzt sind wir bei 6, dann boah, ey, plus 15.188. Okay, und den letzten, den könnte ich mir wahrscheinlich schon gar nicht mehr leisten. Plus 22.782. Jetzt sind wir schon bei 58.000, den könnte ich mir nicht mal leisten und dann habe ich erst 8. Ich brauche aber 9, weil ich habe ja schon meinen Bagger da. Ich brauche 9, das heißt, irgendwo mindestens 200.000, schätze ich mal. Okay, wenn ich Gold verkaufe, dann sollte ich aber auch einen höheren Kredit aufnehmen. Das ist ja einfach mit verbunden, dass ich dann sage, ich nehme dann einfach einen höheren Kredit auf. Ist doch auch eine nette Idee. Ich weiß, ich muss erstmal meinen. Ist immer noch niedrig. Da war es richtig höher. Ja gut, arg viel jetzt auch nicht, aber trotzdem. Kredit, genau, ich muss erstmal mein Alter abzahlen. Das ist also auch ein Problem. Ich muss erstmal mein Alter abzahlen, damit ich den neuen aufnehmen kann. Aber ich kann auf jeden Fall, ich konnte ja letztes Mal schon fast 100.000 aufnehmen. Von dem her, was kostet die Parzelle eigentlich? Machine Maximum. Ja, okay, da wird es mir einmal gezeigt. 600.000. Wow. Also sorry, das kann ich mir noch nicht leisten. Gut, gucken wir trotzdem nur ganz kurz, was ich hier an Equipment dann brauche. Ich gehe mal stark davon aus, ich brauche doch sogar weiter wie 200.000.
Aber ich werde baggern wie ein Irrer. So, weil ich brauche auf jeden Fall dann auch nochmal wahrscheinlich eine Verlängerung oder so einer, der das mir dann aus... der mir das verteilt. Höchstwahrscheinlich eher... Ich meine, der da geht da rein. Ich brauche ja hauptsächlich nur den kleinen Anschluss. Und nicht der große Anschluss. Das will ich jetzt ganz schön gucken. Große Waschen... halt, nein. Große Waschanlage, Kauf und Transport, Aufbau, anschließen. So, wir brauchen genau so ein super Stromkabel. So wie es aussieht, muss ich da nämlich einen Digger machen. Das heißt, ich muss meine Pumpe hier in der Nähe aufbauen. Ich habe ja Gott sei Dank zwei so dicke Anschlüsse. Shaker. Da steht ja immer dran, was da dann angeschlossen ist. Ich meine, der große Generator wäre bestimmt auch gut. Ja, ich muss einen großen anschließen, okay. Alles klar. Das heißt für mich, dass ich mehr von dem hier brauche und auch hier Thin Hose Connector, dass ich da Verlängerung brauche. Genau, und der kostet halt auch noch 30. So ein Hakenseil. Ich habe es mit dem 7 Meter ausprobiert, das ist fast zu lang. Ich nehme nachher das 5 Meter Stahlseil. Das kostet da bloß 15. Ich meine, die kostet alle 15. Von dem her ist es wurscht, aber ich brauche 4 Stück. Dann haben wir noch einen Verlängerungsstecker für dünnes Kabel. Das brauche ich eventuell auch. Und dann brauche ich noch Hogpen-Matte. Oder Miner Mouse. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, ich brauche Hogpen-Matte, oder? Sluicebox. Ja, Hogpen-Matte. Ich brauche 6 Hogpen-Matte. Das heißt, ich muss auch noch 2 Hogpen-Matte kaufen. Und ich kann ja dann nebenher auch nochmal ein paar Eimer dann noch kaufen und Pipapo und bla 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 und schlag mich tot. Das sind übrigens nur Ersatzteile, die man später mal braucht. Find's ja witzig, dass ich das jetzt schon kaufen kann, obwohl ich es noch nicht mal verbauen kann oder so. Naja, die da brauchen wir nicht. Können wir uns sparen. Kraftstofftank, der müsste uns erstmal reicher als der ganz große, den man kaufen kann. Da sind auch noch Ersatzteile. Guck hier, Bulldozerkette oder Baggerkette. Das kommt alles später noch. Da kann auch ein Zahn dann im Dingsabbrecher. Das wird, glaube ich, echt lustig. Ich finde es ein bisschen schade, dass es noch nicht drin ist. Dass es zwar kaufen kann, aber nicht. Ich lade jetzt mal geschwind meinen Speicher. Dass es zum Kaufen anboten wird. Aber wie gesagt, dass es halt nicht drin ist. Okidoki. Soweit, so gut. Ich werde jetzt nur ausprobieren. Ich hätte ja eigentlich mal mein Dings hier wieder herstellen, um das anzuschließen, um auszuprobieren, ob der Typ mir da Geld generiert. Generiert er mir eigentlich jetzt gerade Geld? Ja, er generiert mir so alle 3 Sekunden ein Unzen. 0,001 Unzen. Jetzt machen wir mal den hier bei Hogpen rein. Zuweisen. Nee, da kreiert mir weiterhin. Das heißt dann zweiter, ich weiß jetzt nicht, warum ich nicht noch einen weiteren Arbeiter zuweisen kann. Das ist eine echt gute Frage. 33. Ich nehme mal auch spontan an, dass das jetzt abnimmt. Nee. Das ist echt geil, das bleibt halt einfach, wie es ist. Gut, also von dem her spielt es einfach keine Rolle. Jetzt probieren wir noch was aus. Schlafe bis zur Dämmerung. Eigentlich ist ja Morgengrauen, aber macht ja nichts. Okay. Habe ich jetzt schon wieder zahlt oder was? Oder hat er mir einfach nur angezeigt? Arbeiter. Keine neuen. Ich will sofort neue Arbeiter. Ist das eine Sauerei? Also gut, aber das da brauche ich natürlich nicht. Vorerst mal noch nicht. Außer ich kann da damit natürlich kostenlos transportieren. Das. Ich lade gleich nochmal sowieso. Nee, Transportkosten. Vergiss es. Okay, also das bringt mir nichts. Das lasse ich erstmal weg, weil ich kaufe dort alles und. Ja. Dann war alles daher. Jetzt erkunden wir mal noch ganz kurz ein bisschen. Wir haben nämlich noch. Okay, null. Eigentlich ist die Folge rum.
Washplant Dickside. Da können wir dann nachher das ganze Ding aufhauen. Ich bin gespannt. Okay, danke fürs Zuschauen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, ich habe bis dort einen Haufen Geld eingesackt. Ciao, Leute!